Ich weiß ja nicht, ob es Sinn macht, das vor der Tür Transition zu machen. Ich habe jetzt nach unten. Ich drücke jetzt nach unten gerade. Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Hm. So. Tja, gute Frage, gute Frage. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Aber so geht's. Es ist auf jeden Fall so richtig. Und ich möchte das eigentlich schaffen. Ich laufe jetzt und laufe jetzt und laufe jetzt und laufe jetzt. Nee. Keine Chance. Ich muss das, glaube ich, wirklich vor der Tür-Transition machen. Dass ich da quasi durchrutsche. Ja. Dass ich da durchrutsche mit der Geschichte. Oh, ich sollte vielleicht nicht mit den Raketen so viel schießen. Ja. Und das alles nur für eine kleine Rakete, weißt du? Ich drücke jetzt ganz, ganz doll nach unten. Nee. Keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Tut mir furchtbar leid. Ich verstehe es nicht. Weil wenn ich jetzt laufe. Oder schaffe ich das vielleicht sogar, wenn ich. Moment. Ja, jetzt müsste es passen. Ich habe jetzt. So, komm. Und nein, wir haben es knapp nicht geschafft. Okay. Gut, ich kann vor der Tür die Transition machen. Also ich kann mich vor der Tür ducken. Heieiei, ja, das ist schon ein bisschen. Das ist unnötig schwer. Weil, wenn wir nämlich hier zu schnell sind, also das zu früh aktivieren, dann schaffen wir es zeitlich nicht mehr. Habe ich die Tür aufgemacht? Natürlich nicht. So, nochmal. Gut, ich müsste es geschafft haben. Yep. Nein, ich habe schon wieder zu früh. Verflucht, ich muss genau draufstehen. Ich habe Angst vor diesen Krebs nämlich auch, ja. Das ist ein bisschen mein Problem. Wie, du hast Angst vor Krebsen? Ja, ich habe Angst vor Krebsen. Weil der böse Krebs, der will mich dann einfach kaputt hauen. Und der schafft das wahrscheinlich dann auch. Tja. Na, interessant, wenn ich die vorher eisstanne, dann. Ja, dann fallen die nicht runter, wenn ich mit der Bombe. So, oh. Das war jetzt wahrscheinlich. Ja, das war natürlich zu früh. Ich habe noch 32 Versuche, dann habe ich keine Bomben mehr. Dass ich durch die Tür durchkomme. Alles kein Ding. Ja, ich weiß, ich stelle mich jetzt doof an, aber es geht. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Boah, was war das jetzt? So, und. Nein! Toll. Jetzt habe ich. Ich muss kurz stehen bleiben, auch noch. Na super. Wir haben es zweimal schon fast geschafft. Komm, das kann es ja nicht sein. Wir haben es zweimal schon fast geschafft. Also wir sind zumindest durch die Tür durch. Und ja. So. Oh. Ja, so. Autsch. Oh nein, ich habe meine Health kaputt gemacht. Weil wie gesagt, es ist mir auch erst beim Replay aufgefallen, dass ich meine Health hier wirklich verliere. Nein! Warum? Ich muss stehen bleiben. Ja, komm. Habe ich schon mal gesagt, dass das unnötig schwer ist? Man weiß es nicht so genau, aber ich glaube, ich habe schon mal erwähnt. So, Krebs, komm. Und nein, es gibt keinen anderen Weg, weil das sind Speed... Ja, toll, das sind Speed-Dinger. Habe ich die Tür jetzt aufgemacht? Nein, natürlich nicht. Hallo, Tür. So. Und ich muss es wieder mal schaffen, dass ich durch die Tür durchrutsche. Ja, genau so. So, und jetzt langsam. So, jetzt müsste es passen. Ja, und wir haben es geschafft. Endlich. So, gut, okay. Und das nächste ist jetzt ein bisschen bitter. Ja, das ist jetzt richtig bitter. Also nicht nur ein bisschen, das ist jetzt richtig bitter. Ja. Also da werdet ihr mich jetzt alle auslachen. Weil ihr erinnert euch an meinen absoluten Lieblingsgang des Todes, ja.
Ja. Und was soll ich dazu sagen? Eieiei. Ihr werdet es sehen. Ich war so traurig, als ich das gesehen habe. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer ach ja, ach ja. Ja, nämlich, wir müssen da durch. So. Und willkommen im Chaos. Ja, ihr wisst, wo wir hinkommen. Mhm. Es ist der Sandtunnel. Und ihr erinnert euch, ich weiß nach wie vor noch nicht, wie man da hinten hinkommt. Und da muss ich auch sagen, finde ich die Spielmechanik, also da hat mich die Spielmechanik oder meine Erfahrungen haben mich da wieder ein bisschen getrollt, ja. Weil nämlich, noch nicht, nein. So, hier geht's weiter. Weil nämlich, so, dadurch, dieser Raum, ja, diese Blöcke da oben, wo ich mich daran ditchen kann. Ihr erinnert euch vielleicht, die verschwinden, aber erscheinen dann gleich wieder. So, jetzt guckt mal hier hin. Flop. Der verschwindet und erscheint nicht mehr. Ernsthaft, Spiel, ernsthaft? Ist das jetzt deine Entscheidung, dass du jetzt auf einmal, nur wenn du lustig bist, Mechaniken änderst? Wow. Spiel, das hätte ich mir nicht gedacht von dir, Metroid. Ich war gut befreundet mit dir, aber jetzt ist aus. So, so, da müssen wir mit einem Schwobelsprung nach oben, ja. Also ich glaube den Space, also diesen, den Sprung, der ist Voraussetzung hierfür, weil sonst, oder ich bin mir nicht sicher, ob der Voraussetzung ist. Ja, auf jeden Fall, da durch, so, da runter. Und ich muss eins sagen, das hätte ich niemals rausgefunden. So, oh, da haben wir jetzt Scheiße gebaut. Tja, weil ihr habt vielleicht das lustige Ding gesehen, wir müssen aber was anderes machen, wir nehmen hier die Bombe und... So, machen den da. Weil witzigerweise das Vieh stirbt nicht, wenn wir das machen. Ja, weil es ist aus Metall, das stirbt nicht. So, und das gräbt sich jetzt da durch und hilft uns hier ein bisschen. Weil sonst würden wir da nicht durchkommen. Leider müssen wir da jetzt warten, bis sich das Vieh wirklich durchgegraben hat. Aber ganz ehrlich, Leute. Also, ich weiß nicht, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Aber ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Weil das Spiel hat dir gelernt, dass diese... Blöcke, also die rissigen Blöcke, wo man sich mit dem Grappling-Hook ranhucken kann, also mit diesen Enterhaken, Greifhaken-Ding, dass die zwar verschwinden, aber sofort wieder erscheinen. Das hat dir das Spiel gelernt und suggeriert. Ja, und jetzt ist hier ein so ein Ding, wo das nicht passiert. Und ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Sensor da vielleicht sogar drüber gesensert habe und das einfach nicht gecheckt habe. So, jetzt kann man es kaputt schießen. Kann natürlich sein, aber trotzdem, ich finde es doof. So. Und jetzt sind wir hier in einem Labyrinth und wir gehen da hoch. Zack. Und wir bekommen hier unser letztes Power-Up. Nämlich, was ist das? Es ist der Springball. Ja. Und mit dem Ding... Guck kurz meine Notizen an. Okay, mit dem Ding, ja, guckt mal. Hui, hui, ich kann mit dem Ball springen. Das Ding erlaubt mir, mit dem Ball zu springen, ja. Was wunderbar ist, weil dann kann ich wirklich diverseste Dinge erreichen. Und es gab ja noch ein paar so Teile, wo wir das brauchten, ja, falls ihr euch erinnern könnt. So, aber jetzt erstmal raus und... Ja, wir haben das letzte Power-Up jetzt runter da und wir kennen diesen Weg eh. Und ich kann mich erinnern, wie ich mich damals geplagt habe hier rüber. Und ich war so froh, dass ich hier rüber gekommen bin. Und dann bringt das einfach nichts, ja. Boah, das war echt deprimierend irgendwie. Das war richtig deprimierend. So, okay. Gut. Und Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sehe ich das mit dem Teil? Nee, ich sehe es nicht mal mit dem Teil. Also da muss ich echt sagen, sorry, diese Stelle finde ich gemein. Da muss ich sagen, diese Stelle finde ich gemein, weil das Spiel hat ja immer suggeriert, dass das nicht wegbleiben, wenn du die einmal angeditscht hast, sondern die sofort wieder erscheinen und deshalb, das ist leider nicht konsequent und da muss ich leider sagen, gefällt mir jetzt nicht so die Entscheidung. So, ich gucke hier kurz, weil ich muss natürlich schauen, dass wir hier auch die richtigen Wege laufen, damit wir nicht komplett umsonst herumdödeln. Müssen hier leider eh wieder einen kurzen Abstecher da nach unten machen. So. Dü, 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 dü.
So, gut. Kennen wir auch schon ganz gut diesen Gang, weil da waren wir auch mehrmals schon. Aber es gibt ja noch eine Höhle, falls ihr euch erinnert. Ich nenne sie liebevoll die Treibsandhöhle. Ja. Also eine der zwei Treibsandhöhlen. Da wo Boni waren, die wir aber nicht erreichen konnten, weil wir einfach das Ding nicht erreicht haben. So, okay, gut. So. Ich bin jetzt noch kurz, Moment. Ich guck kurz was. Wo war denn das? Ah, ich sehe schon. Okay. Sorry, ich musste noch ganz kurz was nachsehen. Ein Ding dürfen wir nicht vergessen, aber da kommen wir dann eh später hin. Ja. Genau, okay. So, dann geht's einmal jetzt... Oh. Einmal hier nach oben. Haben auch was Gemeines vergessen. Ja, toll, das haben wir gut gemacht. Weil ich erinnere mich noch, wie ich hier versucht habe zu klettern, wo ich die Fische zu Eis gemacht habe. Ja, das war, ist ja eigentlich auch alles nicht notwendig, aber es war trotzdem okay, weil wir haben ein paar Dinge haben wir ja deshalb bekommen, ja. Frühzeitig vielleicht sogar. Und das ist ja durchaus nicht schlecht. Weil wir haben hier wahrscheinlich keine Sequence Breaks gemacht. Also, ich bin mir nicht sicher, vielleicht schon. Aber hey, ist mir egal. So. Wir haben das erreicht und das ist gut so. So, gut. Dann gab es ja hier noch diesen lustigen Tunnel. Oh nein, die Laserstrahlen verfolgen mich. So, da war ein großer Raum. Und hier... Das ist ja auch richtig, richtig fies. Keine Ahnung, wie man das rausfinden soll. Weil da kann man nämlich nicht mal... Oh. Ja, irgendwie das Gemeine ist, dass das Timing, wenn man aus dem Wasser raus... Vom Wasser raussaust, wird einfach ein komplett anderes beim Schwobelsprung. Ja, ich nenne den Schwobelsprung, ihr wisst das. Deshalb ist das auch so schwierig, wenn man aus dem Wasser raussaust, dass man da wieder, ja, rankommt. So. Nämlich, geht das so? Nein. Ich mache hier eine Superbombe jetzt. Hilft das irgendwas? Nein, Moment. Genau, hier. Keine Ahnung, wie man das rausfinden soll, aber hey, ist halt da einfach ein Missile. Ne? Richtig schön. Wow. Richtig, richtig toll. Nee, aber es ist okay. Ich finde das cool, weil das animiert einfach, das Spiel animiert dich dauernd zum Entdecken. Also ich finde das echt schön. Muss ich schon sagen. Nee, es ist alles toll. Auch diese paar Dinge, wo man sich dann denkt, Alter, so diese richtigen, ich nenne sie mal What the fuck Momente, ja. Wo man sich einfach denkt, Spiel, das hast du jetzt aber nicht wirklich. Was mache ich hier jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Achso, ich könnte hier einfach hoch, ja, das geht auch. Wo ich mir einfach denke, Spiel, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Du hast jetzt nicht wirklich da was versteckt. Ja, die Momente gibt's, aber naja. Das verzeiht man dem Spiel ja trotzdem irgendwie. So, hallo? Einmal da hoch. Ich muss nämlich da ganz hoch schwirbeln. Können wir da eigentlich irgendwie durch? Geht das? Moment. Theoretisch sollte das ja irgendwie... Nö, geht natürlich nicht. Egal. Müssen wir auch nicht, weil wir können eh hier durch. So, gut. Ach so. Moment. Nee, passt schon. Ich war kurz verwirrt. Ich guck nur ganz kurz nochmal auf die Karte, dass wir nichts verpassen. Mhm. Okay, ja, gut. Verstehe. Mhm, mhm. Ja. Okay. Hm. Ja, gut. Machen wir so. So. Übrigens, wir werden nicht 100% von der Karte entdecken, weil es gibt nämlich zwei ganz kleine Pixelbereiche, ja, wo ich mich durch so Sand durchtreiben lassen muss. Und ich muss sagen, dass, ja, das zahlt sich nicht aus, weil da müsste ich einen richtigen Umweg gehen, damit ich die beide irgendwie bekomme. Das zahlt sich nicht aus, deshalb. Ich weiß nicht, ob es zum Schluss irgendwie so einen 100% Karte-Counter gibt, aber ich glaube ja nicht. Ich glaube ja eher nicht. Moment, wir werden mal kurz zwischenspeichern. Einfach nur zwecks der Zwischenspeicherei. Ja. So. Weil wir dürfen, ja.
Hey, Speicher natürlich, danke. Und ich hoffe auch, ja, dass die Karte, die ich mir hier angucke, dass die komplett ist. Ich habe es jetzt nicht, weil ich habe bei meinem Test, ich habe die Boni nicht eingesammelt. Ich habe nur geguckt, wo noch welche fehlen. Und ich hoffe, ja, dass die Karte komplett ist und dass ich dann wirklich 100% habe. So, gut, man erinnert sich, hier durch, da waren wir ja schon mal. Wir haben uns gefragt, wie man das Zeug unten sammeln kann. Ich frage mich das immer noch, aber ich hoffe, dass es diesmal mit dem Dingens geht, mit dem Sprungball. Ja. Apropos, können wir denn hier? Nein. Also hier ist wirklich Treibsand, der treibt mich hart nach unten. So. Weil mit dem Sprungball im Gepäck müssten wir theoretisch... Ja, das war schlecht, ja. Aber mit dem Sprungball im Gepäck müssten wir theoretisch hier wieder nach oben kommen. Gut, ich muss natürlich zuerst das da schaffen, was auch klar ist. Ach so, nö, wir haben das eh... Ach, da reicht der... Das reicht ja... Nee, Moment, ich bin ja... Genau, ich muss ja hier... Nein? Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Habe ich schon mal erwähnt, dass das schwierig ist? Trotz Sprungball ist das etwas schwierig, hier ranzukommen. Ja, gut, wir haben es geschafft. Yay! Und der letzte Reservetank. Müsste das sein, denke ich mir. Oder ist der letzte Spiel? Oder haben wir da noch irgendwo einen verpasst? Ja, das ist der letzte Reservetank. Sehr schön. Gut, und wie ihr seht, wir haben jetzt eigentlich die guten Items jetzt alle gesammelt. Es fehlen aber noch haufenweise Raketen. Ja. So. Wir haben schon 200 Raketen. Wow. Moment. Ich gehe den kurzen, schönen Weg. Ich glaube, hier rechts ging es runter. Nö. Doch nicht. Ging es doch hier links runter. Ich kann mich auch nicht mehr so genau dran erinnern. Ist schon länger her. Ja, das sieht gut aus. Okay. So. Und wir sind wieder in unserem Lieblingsraum. Juche. Aber da wollen wir theoretisch gesehen eh hin. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ja, doch. Ist okay hier. Wir könnten natürlich... Ne, wir gehen hier als erstes hin. So, und wir kennen den Gang schon. Leider mussten wir den jetzt zweimal gehen, aber es ging nicht anders, weil wir den, den Ball vorher auch dort bekommen haben und hier der Rückweg war. Ja, ging leider nicht anders, aber komm, ist egal. Wir haben den Gang schon so oft gesehen, auf dieses eine Mal kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, ne? Sag ich jetzt mal. So. Wir gehen hierher und, ja, man erinnert sich da links, da war ich schon 100-mal drinnen und habe mir gedacht, hey, da habe ich alles schon gefunden. Natürlich, alles haben wir hier schon gefunden. Fast. Wir haben leider nicht ganz alles gefunden, deshalb müssen wir hier nochmal her, aber es ist nicht schlimm. Und ich bilde mir ein, es ist auch wieder was ich schon mal gesehen habe, ja, was ich nur wieder vergessen habe. Und vor allem, wir hätten es jetzt ja sowieso nicht bekommen können. Also vor jetzt hätten wir es sowieso nicht bekommen können, von dem her. Ja, so, hoch da. So. Und ich bilde mir ein, dass ich das schon mal freigelegt habe, nämlich hier hinten das Ding da. So. Und dann habe ich den da gemacht und dachte mir, hey, also ich bilde mir ein, dass das so war, dachte mir, hey, da komme ich sowieso nicht hoch. Ja, aber jetzt mit dem Sprungball geht's natürlich. So. Gut. Was für eine Freude. Achso, ja gut, können wir wieder hochspringen. Hier ist auch so, es wäre anders gedacht gewesen, aber wir sind so auch rausgekommen. Vielleicht wäre das auch theoretisch gegangen, wenn ich mich hier mit gezielten Bomben hochgesprungen hätte. Das wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber ja, so ist auch gut, behaupte ich jetzt mal. So, gut. Dann da einmal hoch. So, und rüber da.
Genau, das werde ich immer vergessen, dass wir hier das Ding da brauchen. Ja, und jetzt geht's wieder runter in unser Lieblingsgebiet. Unser zweites Lieblingsgebiet. Das erste Lieblingsgebiet kennen wir schon. Das ist Maridia. Das zweite Lieblingsgebiet, ja, wie könnte es anders sein? Norfair.